dass wir das erfahren. Heute ist wunderbar. Sie haben ja doch schon sehr viele Garderoben für die Queen entworfen. Ja. Wir haben ein paar Bilder, die zeigen Ereignisse im Unterschied zu heute. Da hat sie wirklich ihre Kreation getragen. Sie hat ja Mut zur Farbe, ne? Ja, ja, das sehen Sie jetzt gleich. Herr Majesty hat die Schuhe ausgezogen, das ist in einem Tempel in Malaysia. Mhm. Und dieses Grün, Mint, möchte, Orange. Ja. Oder was Sie war. Ja. Will sie das immer, will sie sagen, Herr Reese? Mr. Reese, give me color. No. Das ist ganz, ganz normal, genau wie meine anderen Kundinnen auch. Früher habe ich eine Kollektion zweimal im Jahr gemacht, hatte ich sogar die Erlaubnis, meine Kollektion mit einem Mannequin in den Palast mitzunehmen. Das, kein anderer hat das je geschafft. Und damals dachte die, hat die Queen das, die Sachen ausgesucht, die wir ihr vorgestellt hatten. Da sagte sie, hat einer meiner Freundinnen dieses oder jenes, weiß natürlich nicht, wer die Freundinnen alle sind, aber heutzutage ist alles nur für sie gemacht, also Unikarte. Zahlt die Queen immer pünktlich oder muss man manchmal ewig lang warten? Das ist ein Boulevard-Reporter, ne? Ich glaube, wir reden mal übers Wetter. Ja, interessant. Ja. Interessant. Genau, die Meldung des Tages, Zahlungsmoral des Königshauses. Ja, ich bin unter aller Sau. Was wir heute wieder machen. Ja. Die Achtung vor dem Adel ist trotzdem durch das nähere Kennenlernen bei ihm, bei Herrn Reese, dem Hofschneider, gestiegen eigentlich oder hat sie als natürliche Menschen kennengelernt. An welche Adlige denken Sie, wenn Sie an den Adel denken zum Beispiel? An welche Adlige ich denke? Ja. ich denke durchaus auch an Harry, der sich offenbar ganz anders, Harry, der sich ganz anders entwickelt offenbar, wie der William, was ja auch gut. Er sieht ja auch ganz anders aus als sein Vater. Noch seltsamer. Er setzt in meinen Augen, setzt er natürlich auch neue Drogentrends. Ja? Also er schnupft Wodka, ja? Wie ich aus der Presse erfahren durfte. Das wird dann gegurgelt, das wird gegurgelt und dann ausgespuckt und dann durch die Nase eingesogen. Also ja. Nein, das ist aber das macht die Queen nicht, möglich? Also das ist nicht sicher. Doch dabei. All diese Sachen, also okay. Die finde ich, die taugen für Skandale, finde ich. Wir haben ja in Deutschland und sonst auch in Europa einige zu bieten, die für Skandale stehen. Wir schauen uns mal ein paar Bilder an. Oh. So eine kleine Skandal, den kennen wir, Ernst August, Prinz von Hannover. Dann haben wir Fairfried, das ist Ihr Onkel, Fürst. Fairfried, Prinz von Hohenzollern. Dann haben wir hier Karl Gustav, der wegen Hang zum Rotlicht in Verruf gekommen ist. Und dann haben wir nicht noch diesen Herrn. Wegen meiner so fehlerhaften Doktorarbeit, wiewohl ich verstehe, dass dies für große Teile der Wissenschaft ein Anlass wäre. Doktor der Herzen steht da. Hat Gutenberg dem Adel geschadet? Ob Adel oder nicht, das schadet jedem. Man kann einfach nicht schwindeln bei einer Doktorarbeit oder bei irgendeiner. In der Schule, wenn du schwindelst, fliegst du sofort raus. Und er hat das eben durchgezogen. Das geht auf keinen Fall, egal ob adelig oder nicht. Was meinen Sie? Ich meine genau das Gleiche. Ich würde eher sagen, der Zunft der Akademiker geschadet. Der Wissenschaft. Der Wissenschaft selber. Und sich selber. Und sich selber am meisten. Er hat sich einfach extrem ungeschickt angestellt. Ja, also geschossen damit, ja. Ja, ich meine, dafür gibt es, das ist jetzt egal, ob das eine Doktorarbeit oder ein Hochschulabschluss ist, wenn hinterher rauskommt, dass ich, dass irgendwie die Uni mit mir zusammen gemauschelt hat, dass ich meinen Uniabschluss habe, schadet es der Universität, es schadet der Wissenschaft insgesamt und mir selber am meisten. Mit Gutenberg hatten Sie beruflich zu tun. Sie sind Mitarbeiter in der satirischen Heute-Show. Richtig. Und Sie hatten eine wunderbare Idee. Was war das für eine Idee schon vor der Doktorarbeit? Als Gutenberg die Idee lag ja förmlich auf der Hand. Die Ikone war. nämlich eine Fahrt zu organisieren, die sich dort nannte, auf den Spuren der Gutenbergs.
Und wir haben einfach mal ein Inserat geschaltet und versucht herauszufinden, wie viel werden da wohl mitfahren, um sich eben auf diese Spuren zu begeben. Wie war die Nachfrage? Der Bus war voll. Und zwar relativ schnell. Und das waren jetzt eben nicht nur die Alten und Siechen, die Fähnchen schwingend vielleicht noch da mitfahren, sondern es waren auch durchaus Jüngere dabei. Und was haben Sie mit denen gemacht? Ich habe mit denen gar nichts gemacht. Ja. Ich hab gesagt, guckt raus, hört euch das an. Die Reiseleitung haben wir extrem gut vorbereitet. Also mit Hintergrundwissen, sie hat das wunderbar erzählt während der Fahrt. Und ich habe dann meine Interviews während der Fahrt gemacht, was die fühlen, denken, warum sie diese Fahrt machen. Und alle waren total begeistert von dieser Person. Ja. Also das ist unser künftiger Kanzler. Mhm. Woher was wissen ist Sie das Ergebnis woher des Feldversuchs? Der ist anders Ihnen? Als andere Politiker. Ja. Der kommt nicht so schmierlappig daher. Der ist immer ehrlich. Mhm. Der stellt was dar. Der hat eine nette Familie. Der ist so bürgernah. Mhm. Und dann, also ich meine, wir wussten das ja damals auch nicht, brach alles zusammen. Aber erst einmal, man müsste dann heute mit denen die Fahrt vielleicht nochmal machen. Ja, aber das war ja abzusehen. Also mir tut ein das bisschen leid. Wer so einen großen Hype in Deutschland hat, und da sieht man es eigentlich vorher, der wird auch wieder in den Keller runtergeschubst. Und egal, ob das jetzt... Der hat selber in den Keller geschubst. Ja, sicher. Irgendwas hätte man immer gefunden. Wäre es nicht die abgeschriebene Doktorarbeit gewesen, wäre es halt 3 Monate später was anderes gewesen. Mhm. Und im Geschäft ist es offensichtlich allemal. Für die Medien, die natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, oder aber auch eine Bustour da nach Gutenberg. Jeder hat sich ja in irgendeiner Weise bereichert. Die Fernsehsender haben ihre Sendezeiten gefüllt, die Zeitungen haben ihre Seiten gefüllt und Sie eben Ihren Bus. Ja, also das ist wirklich... Ja, wunderbar. Ja. Aber es war interessant. Gutenberg war natürlich als Person erstmal natürlich für viele attraktiv, aber er war natürlich auch als Adliger attraktiv. Das heißt, adlig sein ist per se attraktiv. Würden Sie auch sagen? Man hat seine Erlebnisse, die man am Anfang selber nicht versteht. Ja? Wenn ich vielleicht eine ganz kurze Episode erzählen darf, das ist eine der lustigen. Meine Frau und ich, wir haben sehr, sehr hart gearbeitet, teilweise bis nach früh um 3 Uhr und das 6 Tage die Woche. Dann haben wir gesagt, wir haben die Nase voll, wir gehen irgendwo hin, wo es warm ist. Das ist jetzt circa 25 Jahre her oder mindestens 23 Jahre. Und wir gingen in ein Reisebüro und die hatten nichts mehr zu buchen. Das war kurz vor Weihnachten. Es gingen noch die Seychellen. Mhm. Wir flogen also zu den Seychellen. Wunderschönes Hotel am Wasser wie üblich mit Mittagessen, Abendessen und das ganze Gebämsel. Nur unsere Koffer waren nicht da. Jetzt habe ich ja so eine Figur, sagen wir mal, so ein schlanker Italiener bin ich sicher nicht. Und die war halt etwas kräftiger. Und jetzt gab es für mich nichts außer in der Hotelboutique grüne Hosen. Da stand oben I love Seychelles, das konnte ein Schreiber, mit Papageien drauf und ein T-Shirt mit Papageien drauf. Und ich war stinksauer, dass der Koffer nicht da ist. Meine Frau, gleiches T-Shirt, gleiche Hose. Alle Leute waren da abends toll gekleidet. Das war kurz vor Weihnachten, auch wenn eine Band Obla di Obla da spielte. Und da war neben uns so ein Tisch. Das war so ein etwas eher konservativ Deutscher aus Norddeutschland mit einer etwas jüngeren Dame, wo ich mir dann überlegt habe, verheiratet oder Geliebte. Aber eigentlich hat es mich gar nicht interessiert. Und der guckte die ganze Zeit beim Abendessen zu mir rüber. Problem war, nächsten Morgen war der Koffer immer noch nicht da. Gleiche I love Seychelles Outfit. Dann fiel mir auf, dass der Tisch von uns ernsthaft so ein, ich behaupte, einen halben Meter weiter weggerückt war. Ja? So, am Abend stand der Tisch schon einen Meter weiter weg von uns und er sah immer ziemlich böse zu mir rüber und flüsterte mit seiner etwas jüngeren Dame. Und dann? Ich konnte es nicht hören. Irgendwann sprach er mich an, ob ich öfters verreise. Sage ich, ja, eigentlich schon, sage ich, so 6-7 Monate im Jahr. Mir war der Mann irgendwie peinlich oder eher, ich habe peinlich ausgesehen, aber sehr komisch, wenn man so... Am nächsten Morgen kam der Hotelchef zu mir und sagt, wir haben eine große Indiskretion bekannt. Ein deutsches Ehepaar fragt er an der Rezeption, wie sie heißen. Dann hat wohl die Rezeptionistin den Namen gesagt. Am Abend, wo ich zum Essen kam, stand der Tisch an meinen herangezogen. Ja, genauso. Fürst und Hallo und dies und das und was tun Sie? Und ich habe immer noch also Magie. Immer noch Magie. Klar. Drei Wochen lang. Ja. Magie des Titels. Nee, 4-5 Tage. Magie des Titels. Okay, ich muss mal grundsätzlich fragen, wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Titel gekommen und wann sind Sie zu Ihrem Titel gekommen? Ja, gewonnen, geboren sind Sie ja eigentlich... Geboren bin ich Bürger mit bürgerlichen Namen. Ich trage jetzt halt einen anderen Namen. Ja.
Meine also. Oma war Putzfrau in Regensburg. Fakt, die hat in der Metzgerei gearbeitet. Und ich ging halt immer mit, weil das war einer der wenigen Freunde, die ich hatte. Das war der Besitzer von der Metzgerei in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin. Also das war eher schwierige soziale Es war ein sozial sehr schweres Viertel. Das war nicht schwieriger, das war sehr schwer. Mhm. Und ich war da immer so ein bisschen ein Streber. Das war mein Fehler. Und Streber wurden da auch geschlagen und so. Also war ich immer froh, wenn meine Oma in die Stadt Regensburg reinfuhr. Genau. Und da hat halt immer dieser Fürst eingekauft, der ja auch kleiner Adel ist. Der trägt zwar den Namen Fürst, aber es ist ja Fürst von und nicht Fürst zu sein, Wittgenstein, wenn man jetzt von klein und groß spricht. Aber es ist egal. Ich habe den kennengelernt. Wir haben uns top verstanden. Wir haben uns über Jahre gekannt. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren. In der Metzgerei beim Aufschnitt kaufen. Danke. Nein, mit meiner Oma. Meine Oma hat geputzt da drin und ich habe da gespielt und da hat man sich kennengelernt. Ich meine, es klingt unglaublich. Wie alt waren Sie da? 11, 12. Und da hat der Fürst gesagt, den will ich. Nein, das hat er nicht gesagt. Ach, das ging über Jahre. Der war mit mir 7, 8 Mal in Norwegen, wo meine leibliche Mutter lebt. Mein leiblicher Vater lebte in Australien, der war damals schon verstorben. Ich selbst habe auch 1,5 Jahre in Australien gelebt. Warum hat der Fürst sich gewünscht, gerade mit Ihnen nach Norwegen zu fahren? Tja, warum heiratet man eine Frau? Mhm. Ich meine, er mochte mich halt. Damals hatte er keine Kinder, mich mochte er. Ich mochte ihn, für mich war das so ein bisschen ein Vaterersatz. Und wo ich gefragt wurde, und ich wurde ja gefragt, da war ich etwa 16 Jahre alt, da habe ich bewusst ja gesagt, weil ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber ich habe damals meinem leiblichen Vater, der sich ja nie um mich gekümmert hatte, so ein bisschen eine reinwürgen wollen vielleicht, so ein bisschen so ein kleiner Racheakt. Ja. Und da habe ich ja gesagt und dann ging das los. Mhm. Gut, ich sage es jedem, wie gesagt, der es hören will. Dann hat er Sie adoptiert. Wie alt waren Sie, als Sie adoptiert? 17, wo das Gericht 17. das ausgesprochen hat. Aber der Antrag, der war... Zeitpunkt dazu? Der Antrag war wohl schon im 14. oder 15. Gehört er dazu jetzt nein, zur Adelsfamilie? Gehört er dazu? Das ist, hängt immer davon ab. Das ist eine Frage von Freundeskreisen. Ich würde es nicht genau sagen, von so. Adelskreisen. Es gibt bei uns einen Ausdruck, es gibt adlige und nicht adlige Namensträger. Genau und, so. Und das ist in dem Aber Fall ich kenne eine Baronin, die sagt immer, Fürst, und die sagt, bitte hören Sie auf. Und das ist eine Geburtsbaronin. Also auch das gibt es natürlich. Sie wollen gar nicht mit Ihrem Titel angesprochen werden. Es ist mein unangenehm. Name, es ist nicht mein Titel, verehrter Herr Backes. Ich heiße Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein. Also wir haben ja vorher darüber geredet, dass Sie aus ganz schwierigen Verhältnissen kamen. Ja, dann wurden Sie adoptiert. Mhm. Ging es mit der Adoption so richtig? Nein, da bin ich ja weggezogen. Da bin ich ja dann weggezogen. Ging es dann nach oben? Naja, da war ich noch zu jung dazu. Ja. So schnell ging es natürlich nicht nach oben. Und ich bin auch 3, 4 Mal auf den Bauch gefallen, musste immer wieder ausstehen, auch mit dem Namen. Ja. Aber da wird man natürlich abgeschliffen. Und ich liebe schöne Dinge, ich liebe Häuser, insofern bin ich vielleicht versaut. Und ich habe einen krankhaften, fast schon psychopathischen Perfektionismus. Was haben Sie denn beruflich gemacht in der Zeit? Ich habe Häuser renoviert, ich habe Häuser gebaut, ich habe Häuser nach meinem Geschmack renoviert, der Gott sei Dank nicht jedermanns Geschmack ist. Und irgendwann, ich habe die immer verkauft, aber nicht als Makler, sondern weil Leute kamen, denen das gefallen hat. Mhm. Und die haben teilweise... Aber die haben beim Fürsten gekauft, ne? Die haben den Fürsten mitgekauft. Ich habe erledigt, weil wir gerade im Schwabenland sind, ich habe einen Freund hier, der ist Wirtschaftsprüfer, konservativ hoch 3, Chef von Lions Club. Wenn ich den Anruf sage am Telefon zu einem anderen Gespräch, ich muss aufhören, der Fürst ist dran, dann sage ich, Dieter, du spinnst doch, was machst du denn da? Sagt er, ja, ist doch schön, wenn man das Freunden sagt. Also ich meine, natürlich, das hat schon was für die Leute. Für mich sind nicht Sie, es sind die anderen, die das so auf den Ja, ich heiße so, es tut mir leid, Herr Backes, wenn ich Wurzelbrumpf heißen würde, wäre es wahrscheinlich nicht so. Ja. Aber Sie kokettieren schon ein wenig. Aber natürlich, wenn man damit Geld verdient und leichter reinkommt, dann tue ich das. Ich wäre so, wenn ich vom Preis. Was sagen Sie jetzt dazu? Ich habe das doch vorhin schon gesagt. Es ist natürlich sehr einfach, einen wunderschönen Namen zu haben und irgendwo anzurufen. Dann bekommt man schon einen Termin oder eine Audienz, wie auch immer. Es ist der Weg sehr einfach mit so einem Namen, das stimmt. Sie haben ihn nach der Scheidung nicht abgelegt. Sie waren zwischenzeitlich auch mal richtig bürgerlich noch mal verheiratet. Ja, ich weiß nicht, wie der Herr hieß. Aber auch dessen Namen haben Sie nicht angenommen. Ich habe den Namen behalten. Erstens mal hatte ich ein eigenes Geschäft, wie er auch. Ich habe meine Firma gehabt auf meinen Namen, es wäre dumm gewesen und meine Kinder heißen so. Ich habe es mir auch überlegt, aber es ist einfach so, ich muss ihm recht geben, es hilft. Aber dann muss man alles selber machen. Wenn sie einen schlechten Schmuck macht, verkauft sie kein Stück. Sie leben jetzt auf Mallorca schon lange, ne? 20 Jahre. 20 Jahre, dort haben Sie auch mit Immobilien gehandelt? Nein, ich habe nie gehandelt. Das war schon eine Zeit, wo ich
man ist ja nie ganz unabhängig, aber wo ich unabhängig war,